Moin moin meine lieben Zuschauer, willkommen zurück zu einer neuen Folge unserer BVB-Karriere. Es ist eine neue Aufnahme-Session. Ich werde jetzt, glaube ich, auch ein bisschen mehr am Stück aufnehmen. Das heißt, es kann sein, dass es jetzt zwei, drei Folgen vielleicht jetzt mal keine Anmoderation mache oder auch keine Abmoderation. Also nicht wundern, ne? Ich bin nicht unhöflich geworden, also kann jeder meinen, wie er möchte. Nee, aber wenn du mir Bescheid wirst, weil dann kann ich mehr in drei, vier Stunden, die ich dann meistens streame, rausholen an Folgen. Genau. Ja, wir haben jetzt das super wichtige Rückspiel gegen Tottenham Hotspur. Die Moral ist leider nicht ganz so gut, weil wir ja auch die letzten vier Spiele alle verloren haben. Moin Mika, wie geht's? Alles gut bei dir? So, also Moral natürlich nicht perfekt, aber trotzdem sehe ich uns eigentlich immer noch als Favoriten hier. Normalerweise. Skelderup fehlt leider uns bis zu drei Wochen, aber mit G-Rain haben wir auch einen ordentlichen Spieler auf der linken Seite. Omare können wir schon als Schattenstürmer benutzen. Javi Lopez wird beginnen. Ja, würde ich schon sagen. Parisi kann man dann später mal einwechseln zur Halbzeit. Ja, das dritte Gegentor war sehr, sehr unnötig. So, rein von den Statistiken her war das eher ganz gut. Warum ist er denn langweilig? Was ist denn los? Moin, Rancho! Habe ich jetzt eigentlich nie dran gedacht, aber könnte ich vielleicht mal machen. Ich habe jetzt auch nie geschaut, wie man das überhaupt machen kann. Ich weiß nur jetzt, ob meine Taktik jetzt so krass ist. Aber klar, Taktik könnte ich schon hochladen. Ja, Mika, du kannst halt wirklich einfach für 20 Euro oder so einfach eine Festplatte holen für die Zeit. Und dann, wenn du sie nicht mehr brauchst, einfach wieder verkaufen. Da machst du ja kaum Verlust. Und mit Talentliste meinst du jetzt so meine Scouting-Liste, wie ich suche? Weil ich habe jetzt nicht so eine spezielle Talente-Liste, wo ich sage, diesen geil, diesen geil, diesen geil. Sondern ich das halt schon wirklich immer scouten. Aber klar, das mit der Taktik könnte ich auf jeden Fall machen. Ja, klar, Rancho, das stimmt, das stimmt. Weiß nicht, ich würde ja selbst auch einfach ein YouTube-Video gucken. Ich meine, da wird es ja drinstehen. Ich denke mal, jetzt eine Festplatte einzubauen ist jetzt auch nicht das Komplizierteste. Sehr geil, direkt ein Gegentor. Meine Fresse. Ob so gut ist, Rancho, um meine Taktik zu benutzen, weiß ich nicht. Eckball, ja, der muss eigentlich raus, rein, der muss eigentlich rein. Drei Tore müssen wir schießen. Davor waren es nur zwei. Wow. Ach Mann. CPU auch? Achso, okay. Ja gut, das ist natürlich was anderes. Weil du meintest ja immer nur Festplatz. Aber das kann doch gar nicht sein, dass beides gleichzeitig kaputt geht, oder? Mikhailo Mudryk. Schön rein. Und Harry Kane 02. Super. Geil. Toll. Fünfte Niederlage in Folge incoming. Ja, damit sind wir eigentlich schon draußen, Leute. Super. Da können wir mal ein bisschen offensiver spielen. Scheiß drauf, ganz im Ernst, ne? Scheiß drauf. 6 zu 2 Schüsse und es steht 0-2. Auch im Hinspiel waren wir gleich gut, ne? Klar, leichte Überlegenheit Tottenham auf jeden Fall. Hatten auch 60%. Oh Mario! Hoho! Nur noch 4 Tore. Ja, ich würde das schon prüfen lassen, Mika. Vielleicht von jemandem, der sich damit auskennt. Ja, das war wirklich schlecht verteidigt. Ich glaube, da haben die Spurs schon ein bisschen. Ja, es ist gedacht. Na und? Na, 3 Tore schießen. Jetzt noch, ja. Oh, ich lasse mir da Zeit, Mika. Muss noch ein bisschen sparen. Muss ja warten, bis wieder was kommt aus YouTube, Twitch, etc.
Aber ich hoffe, so in ein, zwei Monaten auf jeden Fall, mir was zu holen. Spätestens natürlich, wenn der neue Football Manager da ist, will ich auf jeden Fall meinen PC fertig haben. Oder zumindest eine perfekte CPU haben. Ey, da habe ich nichts zu sagen, ne? Drei Schüsse, drei Tore. Und Expected Goals von 0,72. Wow. Super. Das ist einfach unfassbar, oder? Okay. Kann er sehr. Ich will es immer noch ein bisschen spannend machen. So, wir müssen jetzt 5-3 gewinnen, um nur in die Verlängerung zu kommen, ne? Um in die Verlängerung zu kommen. Oh, schön gespielt, noch von Mugi zurück auf Ademi. Leider kein Elfmeter. Zu Recht, würde ich schon sagen, ne? Aber hätte trotzdem ruhig geben können. Och man, ich will doch nicht beide Spiele hier verlieren. Ey, die spielen so schlecht, die Apfel. Also, die kommen so einfach durch, ne? Klar, wir spielen jetzt auch offensiver. Gut, das ist klar. Aber trotzdem. Drei Schüsse, drei Tore, 0,72 Expected Goals und drei Tore kassieren. Das ist schon extrem. Das ist schon mehr als extrem schlecht. Naja, klar, klar, Mika, verstehe ich. Aber kannst du das nicht so machen, dass du zum Beispiel bei Amazon dir einfach eine Festplatte holst für 20 Euro, du baust sie ein und wenn der PC funktioniert, dann weißt du, es war anscheinend wirklich nur die Festplatte. Hoch, Rainer. Und wenn es nicht funktioniert, dann weißt du, okay, dann ist es wahrscheinlich wirklich CPU und Festplatte. Aber du kannst ja wirklich es holen, einbauen, gucken, okay, funktioniert noch immer nicht, scheiße, aber dann kannst du die Festplatte zurückschicken. Machen wir mal einen balleroberen Spieler. Etwas zurückgezogener. Ja, ja. Komm, lassen wir Endrick ein bisschen spielen. So. Die Körpersprache ist jetzt auf jeden Fall ein bisschen besser. Emerson haben wir auch noch. Kann man gleich auch noch einwechseln. Blöd gelaufen. Immer eine Vorlage von Dennis Seim. Das ist ja auch schon mal was, ne? Warum habe ich keinen Ton? Hä? Warum läuft... Wo ist denn hier Football Manager? Müssen doch laufen. Musik ist doch an. Hey. Ich sehe gerade, läuft. Ah doch, läuft doch. Okay, gut. Ach so, okay. Ja gut, dann. Keine Ahnung. Da kenne ich mich wirklich nicht aus. Sally hat schon sehr gut. Deswegen habe ich es geholt, Sally. Beziehungsweise reingetan als Ball obenen. Damit du dann schön das Zentrum verdichtest und eine rote Karte kriegst. Sehr geil. Ach Mann, Mann, Mann. Dann nochmal Emerson rein, damit Mané auch ein bisschen geschont wird, ne? Ja, das wird nicht mehr klappen, das ist klar. Ich hätte vielleicht nicht mehr aufrücken dürfen gegen so ein Top-Team. Aber auch hier 17, 18 zu 5 Schüsse, 8. 10 zu 5. Expected Ghost, wir haben 2. Die Spurs 0,82. Also, die machen alles rein. Die machen alles rein. Das kann nicht wahr sein, oder? Bin neutral, will da nix. Großartig sagen. Die nächste Niederlage.
Sowas habe ich lange nicht gehabt beim BVB, ne? Gashi. Ich habe ein Angebot abgegeben für Gashi. Also für Jugendspielen. Okay, gut. Stimmt, unser Youth Intake, Artan Gashi. Ja, 9,6 Millionen bekommen. Das war natürlich super von Sully, ne? Einfach eine rote Karte. Das abholen hat zumindest nur international, ne? Von denen wird keiner zurückkommen. In den 2 Tagen, das ist schon mal klar. Das ist jetzt natürlich sehr ungünstig, ne? Moin, Jessica. Ja, sorry. Ja, ich weiß. Ja, meistens genieße ich halt den Tag oder mache irgendwas tagsüber und dann denke ich mir so abends. Ist immer angenehm, ne? Ist klar, ich könnte so eine Stunde früher mal machen. Sorry. Vielleicht, wenn ich Urlaub habe in... Ab nächster Woche Freitag, also in genau 8 Tagen habe ich Urlaub. Beziehungsweise meinen letzten Arbeitstag, eine Woche lang. Slap. Ich muss mal wirklich, wenn man so Ausrufezeichen Slap oder so einen Sound machen bei Slap, so wie bei, ja, wie heißen die zwei Typen aus den 80ern, was immer so auf Kabel 1 läuft. Oh. Wer ist das denn nochmal? Ich wollte gerade wirklich sagen Ernie und Bernd. Wie heißen die beiden denn hier? Ja, ich muss ja nicht tagsüber, aber es kann ja zumindest schon mal 18, 19 Uhr wenigstens, ne? Wie heißen die, ne? Bud Spencer und Terence Hill, meine Güte, ja, Bill Twice, ja. Oh. Dass mir den Namen einfach nicht einfallen, ne? Ja, hab ich auch. Ist ja klar. Letzte Augustwoche, die in den September reingeht, habe ich eine Woche. Danach arbeite ich eine Woche wieder und danach 2 Wochen. September ist zwar scheiße, dass wir da haben, weil da ist es natürlich schon deutlich kälter. Aber gut, ist dieses Jahr halt so. Ist nicht so schlimm. Und ich habe noch 3 Tage mir so auf die Seite gelegt. Die man ja für andere Gelegenheiten mal ausnutzen kann, ne? Zum Beispiel, wenn meine Freundin mal Geburtstag hat oder der FM rauskommt oder irgendwas, ne, in dieser Hinsicht ist. Ja, ging nicht, wenn ein anderer Kollege da weg ist. Und ich wollte halt auch bis noch vom August mitnehmen. Und ich hätte jetzt im September statt in 2 direkt noch eine Woche dranhängen können. Aber das ist ein zu kalt, schon viel kälterer Monat. Da wollte ich halt noch ein bisschen August, Anfang September mitnehmen. 10 Tore, 10 Vorlagen ist schon nicht schlecht. Alles klar, dann schlaf gut. Ende August, Anfang September, 2 Wochen Urlaub. Na gut, ist bei mir genauso. Du hast Wochenende. Ah, sehr gut. Dann genieß das lange Wochenende. Und die Arbeit, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So. Ich will für Rainer jemand nach links tun. Ja, komm, Ademi. Kann ja auch links spielen, ja genau, Endrick kann ja nur rechts. Okay, er kann auch links, dann machen wir das mal so. Er hat immer eine gute Moral. Ja, hier ein paar Leute kann man noch loben, auf jeden Fall. So. Aber die Trainingsleistungen sind gerade auch wirklich mäßig. Ja, auf jeden Fall. Ja gut, aber ich habe jetzt halt an sich nichts zu tun mit der Bäckerei per se, ne? Ich bin ja jetzt nur in der Verwaltung. Nur im Büro. Ich bin weder am Backen noch sonst was. Ich habe ganz normale Bürozeiten. Aber macht mir trotzdem Spaß, weil ein kleines Team, sehr nett alle. Ist schon ganz cool. Auf jeden Fall. Ey Mann, kann ich hier alle loben und kritisieren, die ich loben und kritisieren will. Das ist schon mal ganz gut. Ja, da ist die Moral schon mal auf jeden Fall besser geworden. Haben wir gleich eine Länderspielpause, aber dann kann man schön, ja genau, nach Schalke. Wobei, die sind ja eh fast alle auf Länderspielreise, aber vielleicht die da sind, kann man noch mit so 1-2 Testspielen und hohen Siegen immerhin noch ein bisschen hochpushen. Vor allem die deutschen Spieler.
Geschenkt nicht? Nee, aber ich habe einen guten Mitarbeiterrabatt und hin und wieder kommt der Chef einfach rein und ja, bringt mal so ein paar Teilchen mit, so ein bisschen Kuchen, ein ganzes Blechkuchen vor kurzem, so mit 20 Stück und dann, ja, gucke ich da immer so hin. So. Ich glaube, Mittagessen brauche ich heute nicht mehr. Und wenn man möchte, hat man auch jeden Tag immer ein Frühstück. Mitarbeiterfrühstück, was man kriegt. Umsonst. Nutze ich nicht immer, weil ich gerne auch was von zu Hause mitnehme. Aber ist halt immer toll, dass man so eine Möglichkeit hat bei denen. So, ohne mehr Aufrücken, fertig. Ich glaube, das mehr Aufrücken mache ich erstmal komplett weg. Auch bei Heimspielen. Gegen krasse Gegner ist das ein bisschen zu riskant, ne? So, dich machen wir zum normalen Flügelspieler. Auch Endrik. Boah, was eine Chance. Halleluja. Nee, mit dem Auto 10, 15 Minuten. Ist auch in Wuppertal. Also wirklich 10, 15 Minuten. Höchstens. Ist also schon. Nico. Schlotterbeck. Bayern führen. Sind mittlerweile auf 4 Punkte wieder ran. So viel zum Thema weit distanzieren. Ich glaube ja, Bild, weil der ist mittlerweile, beziehungsweise der ist erst 19. 18 sogar, ja, dann auf jeden Fall. 2023, ja. Aber ein krasser Spieler auf jeden Fall, wie du siehst, ne? Kostet er nur 4,6 Millionen, ich glaube auch mit einer Klausel. Ja, dann nehme ich immer lieber was von zu Hause mit. Weil auch wenn du später normales Gehalt hast, viele unterschätzen immer, wie viel Prozent von deren Nettogehalt dann am Ende für Mittagessen drauf geht. In der Kantine oder wenn man sich jeden Tag was da holt. Klar, kann man es immer leisten, aber ich meine jetzt, für mich persönlich wäre das jetzt nichts. Romario! Wie ich esse wegen PC einfach nichts. Das weiß ich nicht, Bild. Das ist etwas sehr vor meiner Zeit, würde ich sagen. Das heißt sehr, ne? Aber da habe ich noch nicht so wirklich Fußball geschaut. Sehr schön. Vorlage. Adeyemi. Auf jeden Fall ist das ein spielender Stürmer, der, wie du siehst, auch weiter zurückgezogen etwas spielen kann. Ein gutes Tempo hat. Da kannst du vielleicht eher was mit anfangen. Er ist jetzt, soweit ich weiß, auch nicht krass hochgewachsen. 1,82, hat überhaupt keine Kopfballtechnik, also eher nur mit dem Fuß, eine sehr gute Technik, zielstrebig, sehr mutig. Auch eine gute Ballannahme, also halt ein richtiger Brasilianer. Niklas Süle, schade. Achso, dann nehmen wir doch morgens immer was mit zur Arbeit. Das ist ja nicht gut, immer so halb 10, halb 8, wobei gut. Ja, oh, Simon. Nimm dir doch einfach so ein Butterbrot oder Mittagessen vom Vortag mit zur Arbeit. Etwas anders, aber eh nicht, okay. Ich habe den jetzt ein bisschen in der zweiten Mannschaft spielen lassen, aber dann einfach, der ist zu krass. Hat auf jeden Fall Sinn, den ersten Spiel zu lassen. Endrick 2-0. Das andere brasilianische Supertalent, was wir haben. Perfekt, perfekt, Leute. So wichtig, dass wir da jetzt gewinnen. In Leverkusen. So, so wichtig. Einfach unglaublich wichtig, ne? Moralisch gesehen. Toll. 4 Punkte Vorsprung. Mainz aktuell noch 0-0 in Hoffenheim.
darf gerne so bleiben, dann hätten wir 4 Punkte Vorsprung wieder. Karim ist sehr platt. Dann können wir. Ja, ich habe schon eine Idee. Muki nach rechts, Romario alleiniger Stürmer, Bellingham Spielmacher und Salih Özcan tauscht mit Gurna Duat. Özcan wieder balleroberer Spieler, hoffentlich nicht wieder so brutal. Robby Duncan kommt für Niklas Süle. Sind 2 Wechsel. Parise geht raus. Er kommt rein für Javi Lopez, den ich auch verkaufen will. Um auch jemanden aus der zweiten Mannschaft da rein zu tun. Für Joe darf jetzt nach ein paar Minütchen Rainer rein. Einen Wechsel hätten wir noch. Emerson Royal. Da vielleicht auch rein für Mané. Und zwar einfach jetzt schon. Kloppos Co-Trainer. Wer ist eigentlich Kloppos Co-Trainer? Ich kenne halt Željko Buvac. Noch von früher natürlich. Ne, war auch noch in Liverpool. Aber wie der jetzt heißt, keine Ahnung. Joey Skelly. Och, Thais Magnon. Jetzt wird es wieder knapp. Schlecht verteidigt von Mané. Der direkt als Strafe raus darf. Wir sind platt, das merkt man schon. Konditionell. Deswegen dieser Sieg wäre krass. Linders? Ja, mache ich gleich mal. Klar. Komm, Gurna. Er bleibt einfach stehen. Hoho. Van der Bremt. Hinterlaufen müsste er nicht mehr. Mainz führt, okay. Unglaublich. 45 Sekunden. Boah, komm. Endlich wieder ein Sieg nach 5 Niederlagen in Folge. Was macht Simon da? Ich glaube, das wird ein 2-2. Das muss. Jetzt bitte raushauen. Komm. Jetzt bitte raushauen. Ja. Ja, Mann. Wichtig. War jetzt auch nicht unbedingt krass gespielt, ne? Leenders, also eher so ein Holländer, ne? Okay.